Hallo meine Buddies, hier ist er wieder, euer Comic, und wir spielen weiter noch ein bisschen SimCity, planen unsere Stadt, bauen mehr Villen, mehr Häuser, mehr alles, mehr von allem für alle. Natürlich, so muss es auch sein. Hep und hep. Man darf nur dann nachher den Überblick, glaube ich, nicht verlieren von den Straßen und so, die man dann aufgestellt hat. Ich weiß, dass mehr Bürger der mittleren Einkommensdichte unsere Stadt besuchen wollen. Und dazu braucht man natürlich immer noch ein paar Parks. Und auch nicht nur Parks, sondern auch, wie heißt es so schön? Einkaufszentren. Ja, Messegelände. Wenn du mir sagst, wo ich das Messegelände finde. Großprojekt ist das vielleicht, aber Großprojekt lohnt sich alleine ja nicht wirklich. Verwaltung. Gibt es ja auch was für Tourismus? Man konnte doch, das habe ich doch beim Psycho gesehen, man konnte doch so bestimmte Sachen bauen. Ah ja, hier, da. Club Theater, Stadien. Messegelände. Ah, hier 150.000. Oh mein Gott. Da müssen wir aber lange sparen für so ein Messegelände. Und das muss dann bestimmt auch ziemlich zentral positioniert werden, denke ich mal. Messegelände. 150.000. Ihr wollt mich doch nackig machen, wollt ihr mich doch. Von, na genau, so habe ich das gemeint. Verdammt. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wollt mich nackig machen, wollte ich irgendwie sagen. Mir die Hosen umkrempeln. Also, ihr wisst, was ich meine. Die Taschen aus den Hosen umkrempeln. Eine etwas seltsame Autobahn, aber naja. So viele Abfahrten hier. Das werden wir später noch ändern. So, ein klein wenig Industrie hat noch nie jemandem geschadet. Hier sind die Flächen nicht allzu riesig. Mittlere Einkommensschichten wollen ja auch ihr Geld ausgeben. Habe ich gehört. Hat mir ein Vögelchen geflüstert. So, dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir ein paar Geschäfte der mittleren Einkommensschicht hier anlocken können. Wohngebäude haben wir auf jeden Fall genug. Parks müssen wir auch aufstellen. Machen wir ein paar schöne Grünflächen, Naturparks und so. Hier noch schön mittig. Soll ja eine grüne Buddy-Stadt werden, wo sich die Leute alle wohlfühlen können. Feuer. Ja, stimmt, ihr habt recht. Eine Feuerwehr braucht man natürlich auch. Aber die sind immer so teuer. 20.000, dann kosten die wieder. Und ach, die Kosten. Das steigt uns alles irgendwann ins Budget. Und dann sind wir pleite und müssen uns Geld leihen von Banken und müssen alles einreißen. Ach ja, ihr wisst schon. Ich kenne das. Ich kenne das noch von den früheren SimCities. Genug mit endlosen Huberei. Wir brauchen öffentliche Verkehrsmittel. Ja, die braucht ihr bestimmt irgendwo. Irgendwann. Ja, jetzt wird es erstmal Zeit, dass ich so ein bisschen hier die Gegenden auf Vordermann bringe, glaube ich. Ein paar mehr mittlere Einkommensschichten herziehen lassen. Wir brauchen ja auch noch eine Schule und so. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt mit hoher Dichte gleich eine hier geupgradet? Ja. Und staut sich trotzdem, naja, weil sie wahrscheinlich hier auf die mit der niedlichen Dichte auffahren. Sprachfehler. So, was sieht's hier aus? Das müssen wir auch upgraden. Mittlere Dichte. Mittlere Dichte. Schigi, schigi. Was haben wir? Ein verlassenes Gebäude. Wo soll das stehen? Ich habe keine verlassenen Gebäude. Es gibt nur... Ja, mache ich.
Gibt nur bewohnte Gebäude hier. Weil die Buddies uns alle so mögen. Ach, da oben haben wir ja schon eine Blumenreihe. Dann dürfte das ja trotzdem hier mit drin liegen. Sehr schön. Da brauchen wir nicht zwei Blumenreihen hier an einem Ort. Jupp. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht auch aus, als hätten wir da mittlere Dichte hier in Buddyville. Aber was hast du denn? Wir wollen höhere Grundstückspreise. Höhere Grundstückspreise wollt ihr? Feuer. Ja. Verlassene Gebäude. Ach, da hinten. Hau weg, das Ding. Habe ich mich ein bisschen verumstrukturiert hier. Da würde mehr reinpassen. Wenn man dann da das hier wegreißt und... Nee, nicht das. Wenn man das hier wegreißt und das hier, würden da mehr Häuser hingehen. Ja, wenn du meinst, wir bauen halt eine Feuerwehr. Meine Güte. Muss ja sein. So, jetzt zufrieden. Habt ihr eine Feuerwehr. Ach, da muss man da bestimmt auch noch irgendwas drauf basteln hier, ne? Erstmal so, damit alle wissen, dass hier überhaupt eine Feuerwehr gibt. Und eine Feueralarmsirene. Und natürlich extra, extra. Für meine Buddies ist mir ja nichts zu teuer. Gibt's noch eine zusätzliche Garage. Ne? Also jetzt dürfte aber nichts mehr passieren. Langsame Feuerwehr, ja, ja. Jetzt fahre dahin. Sonst hole ich Maxis Man. Oh, neben der Tankstelle, das ist natürlich unpraktisch. Wird bestimmt gleich alles explodieren. Es ist ein Gebäude abgebrannt. Hm. Aber ich habe gar keine Trümmer. Ah, was sagt er uns denn jetzt? Willkommen auf der Feuerwache. Wir haben nicht viel Personal, können aber erfolgreich Brände löschen. Sie können ruhig neue Garagen oder einen neuen schönen Feueralarm hinzufügen, der uns im Brandfall weckt. Danke, dass Sie an den Feuerschutz denken, Bürgermeister. Sie wissen ja, sicher ist sicher. Ja, das stimmt, sicher ist sicher, denn man sieht ja, bei so viel Industrie kann ja schnell mal so ein bisschen was Feuer fangen. Und müssen die Feuerwehr natürlich auch rechtzeitig zu den Einsatzgebieten lotsen. Deswegen müssen wir die Straßen ja ein klein wenig upgraden. Das müssen wir mit dem Industriegebiet sowieso langsam mal machen. Okay. Jetzt dürftet ihr die Feuerwehr auf freie Fahrt haben, oder? Ich sehe kein Feuerwehrauto. Kein Feuerwehrauto, weit und breit in Sicht. Was soll denn das? Langsame Feuerwehr. Ja, natürlich ist es noch langsam. Das habe ich gerade erst gebaut. Kann ich eigentlich auch solche Feuerwehrdinger hier... Damit sich das im Umkreis... Ah! Man kann diese... Ah! Dann kann ich eigentlich die eine wegreißen. Dann ist die sinnlos gewesen. Ach nee, das ist gar keine Garage. Verdammt. Jetzt habe ich zwei Feuerwehren gebaut. Ich wollte aber eigentlich nur eine haben. Depp. Mache ich. Ich Trottel. Ich wollte doch nur gucken, ob ich da eine Garage hinbauen kann, dass dann die Feuerwehr schneller am Einsatzziel ist. Ob das sich irgendwie auswirkt auf der Straße. Ja, ich weiß. Man kann es dann hier hinbauen, aber nur in unmittelbarer Nähe. Mm, das ist natürlich schade. Jetzt habe ich meine Simleons ganz umsonst zum Fenster rausgeschmissen. Verdammt. Man soll nicht so viele Feuerwehren und Krankenhäuser und so bauen, weil das kostet ja immer alles Geld und nimmt ja auch so viel in Anspruch dann. Feuer, Feuer, Feuer. Feuerwehr, hallo. Rettet den Trailerpark, die können doch nichts dafür.
Die armen Leute. So, welche Straßen müssen denn jetzt eigentlich abgerissen werden? Vielleicht kann das Haus gleich mit weg. So, die hier und die hier. Und das hier. Oh je, es brennt. Ja, ich weiß. So, hier auch noch upgraden. So ein bisschen auf mittlere Dichte müssen wir ja kommen. Die ist schon auf mittlere Dichte. Sehr nett. Und die Bürger wollen natürlich immer mehr Geschäfte und immer mehr Shops und alles haben. Jetzt sind wir hier natürlich genau mitten an dem Grenzübergang. Dann mache ich es, glaube ich, auf die schlaue Art zu waschen. Tada! Tada! Es tut mir jetzt auch leid für die Leute, die da schon sich es gemütlich gemacht haben. So. Gebildete Sims heißen übrigens auch weniger Feuer. Wenn gebildete Sims in der Stadt sind, gibt es übrigens weniger Brände, habe ich gelesen. Was will er denn jetzt schon von mir? Wir erreichen nicht alle Brände, die Gebäude brennen ab, wir brauchen mehr Löschfahrzeuge. Bearbeiten. Ah, mehr Löschfahrzeuge, ist ja klar. Gut, hier habt ihr noch eins, aber das war's dann auch endgültig jetzt hier damit. Wie weit kommt der denn? Immer noch nicht bis überall hin. Aber da hinten können wir uns mal angucken, wie die Feuerwehr im Einsatz den Brandherd löscht. Von der Kistenbauer GbR. Naja, Kisten brauchen wir auf jeden Fall. Ne? Alle Gewerbegebiete brauchen irgendwo Kisten. Alle Shops brauchen Kisten oder wie man gesehen hat bei Papo und Jo, kann man sich Kisten auch einfach über den Kopf ziehen. Wir folgen einfach mal so einem Feuerwehrfahrzeug, wenn die mit ihrem Einsatz fertig sind. Gucken wir mal, wo die langfahren. Schön über ein Feld, über den Schotterweg hier. Feuer, los geht's! Hauptsache es sind nicht so viele Feuer hier. Oh, die stehen ganz schön im Stau, meine lieben Feuerwehr-Buddies. Das habt ihr gar nicht verdient, dass ihr so viel im Stau stehen müsst. Ah, und hier geht's natürlich dann wieder schneller. Oh, da brennen die Gebäude. Das sind die, die wir vorhin gesehen haben. Löschen, kommt schon. Oh, hier eine regelrechte Flut an Wasser wird eingesetzt, um das Gebäude noch zu retten und die Einwohner. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, sie kriegen es unter Kontrolle. Ich glaube, die Buddy-Feuerwehr kriegt es unter Kontrolle. Ich hoffe, dass wir das danach ja nicht alles abreißen müssen. Was will er denn hier? Regierungsansicht? Na. Löscht ihr das mal schön fleißig? Also, es dauert aber ganz schön, bis wir den Brand gelöscht haben. Gut, das Gedudel geht einem ja dann nachher auch auf den Keks. Irgendwann immer dieses Wii, Wii. So Trümmer und verlassene Gebäude haben wir anscheinend gar keine. Gut, sehr gut. So möchte ich das von jetzt ab immer sehen. Jetzt habe ich die Ansicht so gedreht, dass ich nicht mehr weiß, wo denn die Slums sind. Ach ja, da hinten. Wir haben ein relativ großes Gebiet. Das muss theoretisch kleiner sein, ne? Ich habe mich doch verbaut. Irgendwo habe ich mich hier verbaut. Hier habe ich mich verbaut, ja. Ja, das macht nichts. Da führen wir dann halt irgendwo noch eine Mittelstraße durch.
Dann müssen wir ja nur irgendwo noch eine Straße langlegen, dann. Sagen wir mal hier. Das ist halt so ein Randgebiet und das hier wird dann schön eines Tages. Wäre es richtig schick. Schicki, schicki, wird das dann. So. Sieht doch gut aus. Und mit Parks sieht es hier auch nett aus. Ja, hier ist noch kein Park irgendwie. Ich denke mal, da sollten wir vielleicht hier so einen hinbauen. Der ist unglücklich. Das sind ja furchtbare Grundstückspreise. Wir ziehen um. Ihr wolltet doch vorhin höhere Grundstückspreise haben. Also erst sagen sie, wir wollen höhere Grundstückspreise, dann wollen sie wieder keine höheren Grundstückspreise. Ruhedichte, das ist alles schon mittlere Dichte hier. Naja, wer am Bürgermeisterpalazzo wohnen will, ne, der muss auch damit rechnen, dass hier die Grundstückspreise relativ steigen. Können ja ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Mehr mittlere Einkommensschichten wollen hier zu uns ziehen. Ah, und wir machen ein wenig Geld. Und wir wollen, was brauchen sie? Noch ein paar Shopping-Meilen, so wie es aussieht. Nichts lieber als das, damit ihr auch erfolgreich weiter shoppen könnt, baue ich euch noch eine Shoppingmeile hier mit rein. Soll der Geiz. Oh, hier habe ich die Straße nicht ordentlich verlegt. Ich hoffe, das mindert jetzt nicht den Grundstückspreis. So. Und die wollen auch noch Gewerbegebiete der unteren Einkommensklasse haben, aber nur ganz wenig. Dafür wollen sie aber mehr Häuser der höheren Einkommensdichte haben. Naja, das können wir dann eventuell bewerkstelligen. Oh, das sind die abgebrannten Häuser, die müssen wir schon mal räumen, damit dann wieder Platz ist für Neues. Hier, das Kleine kann ja so ein Villenviertel oder sowas werden. Ein Messegelände, da braucht man noch um einiges umzusparen. Ne? Hier hinten sind die Trailerparks, die wahrscheinlich auch immer die Trailerparks bleiben werden. Ein paar Wohnungen der unteren Einkommenskategorie, die kann ich euch auf jeden Fall bauen. Hier an den Bahnschienen entlang, das will ja sowieso keiner hören, dieses ganze Getröne immer die ganze Zeit. Und wir, liebe Buddies, sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss. New Game. Oh, ich höre einen Herzschlag. Langsam kehren meine Sinne wieder. Oh, was ist das? Ist das mein Arm? Weiße Kubusse überall. Wo bin ich?